bist und mit Worten verfluchst. Einfach Dinge in die Welt setzt und dann den Pranger stellst. Nur Ideologien verfolgst für deine schöne, heile Welt. Hast du noch immer nicht gelernt von dem, was war? Was passiert, wenn man Menschen verachtet und anklagt? Sie selektiert und katalogisiert, nur weil sie anders sind, du weißt genau, was dann passiert. Denn irgendwann folgen andere deinem Sturm aus Unzufriedenheit und übersehen die eigene Schuld. Wenn du etwas propagierst, auch wenn es nicht stimmt, du weißt genau, dass damit eine Hexenjagd beginnt. Erinner dich, wie es früher einmal war, worin dein Grundsatz zu schreiben, das war dir ganz klar. Hast deine Begabung geehrt und dein Wort hatte Wert, um die Welt zu verbessern und sie nicht zu zerstören. Erinner dich, du kennst mich nicht, hast mich noch nie gesehen. Vielleicht liest du meine Worte, wenn sie vor dir stehen. Denk einfach nein, bevor du schreibst und was du tust. Sei dir deiner Verantwortung als Mensch ganz klar bewusst. Und erinner dich, es gab schon einmal die Zeit voller Ungerechtigkeit.